Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. So. In OBS habe ich schon wieder ausgelassene Frames zur Renderverzögerung, 50 Stück. Lass uns loslegen. Wer weiß. Immer geradeaus. Schon wieder rot, er glaubt's ja. Guck, da hinten ist schon wieder grün, ne? Das heißt, wenn wir hier grün bekommen, ist hinten rot. Aber das meine ich hier und so. Wisst ihr? Wir haben jetzt grün bekommen und davon ist rot. Geil! Wer findet so eine Scheiße? Er ist ja schon wieder alle von den Illuminatis. Links abbiegen. Diese Schweine. Biege nach links ab. Ach, der ist ein bisschen verloren, okay. Okay. Das wird die Folge der roten Ampeln. Habe ich das Gefühl. Warum steht da Bracco, wenn die Firma doch die Lizenz für Vico hat? Oder beschränkt sich diese Lizenz nur wirklich nur auf die LKWs von Vico? Ich will nicht mehr. Immer geradeaus. Ja, immer geradeaus. Wenn da nicht diese Ampeln wären. Mal gucken hier. Genau, hier, Epico. So, da vorne ist die Fähre. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wie viel warst du wieder in der Fähre? Okay, wohin denn? Achso, diese kleine Sprung hier. Okay. Biege nach rechts ab. Okay. So. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neu berechnen. So, let's go. Links abbiegen.
biege nach links ab. Neue Route finden. Er ist vielleicht einfach mal zu schnell, weil du nur 50 hast, sondern vielleicht auch noch voll, komplett falsch lang hier. Ist ja interessant. Schöne Textur hier. Diese Granitsteine. Also, das da. Gefällt mir. Fahr. Wieso immer geradeaus? Guck mal, da vorne geht es direkt wieder weiter. What? Biege nach rechts ab. Ach so, ich dachte immer geradeaus. Wow. Gehen die zurück zum Start? Gehen die nicht über los? Wieso? Das schaffen wir. Ja. Okay, komm. Genug rundliches Bild hier. Immer geradeaus. Diese Navis. So. Fahrt vorsichtig. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich schätze mal, das Problem bei dem Navi ist halt einfach. Dadurch, dass hier vorne diese zwei Einfahrten waren, also sowohl da als auch da, war es für ihr halt so viel, dass es für sie halt eine lange, lange Straße war und deswegen hat sie halt diesen Hinweis gegeben mit immer geradeaus. Obwohl man halt normalerweise bei der kurzen Strecke schon... das ist halt, ne, ich meine, ein echter Navi würde halt einfach sagen, ja, in 50 Meter rechts abbiegen oder in 800 Kilometer dreimal im Kreis drehen oder so, keine Ahnung. Wo bin ich überhaupt? Ach da. Das ist hier leider... Diese Navi-Ansagen sind hier doch sehr irritierend teilweise. Wenn man da nicht genau weiß, dass das Navi nur Scheiß erzählt, dann bist du voll verloren. Immer geradeaus. Ist ja wunderschöne Gegend. Maus macht der Ding.
wag es dir. Du Hure! So, hat es davon, Bitch. Ah, der nächste? Na, wobei. Der wird wenigstens schnell genug, dass er mich hier nicht abdrängt. So, nein, wirklich. Da, ne? Napoli ist hier unten geradeaus und der ist da so. Kann man doch original denken, dass diese Spur, das Schild, nach da geht und dieses Schild, die Spur nach da geht. Aber nein, es ist so gemeint, dass halt die, die geradeaus fahren, halt da lang fahren und die, die nach da wegfahren, also da, ne, so wie hier steht, so nach da, so wie da auch steht. Ja, aber es ist im ersten Moment, wenn du da halt so lang fährst oder so aus dem Augenwinkel siehst, schon ein bisschen verwirrend. Also deswegen, also schon ein gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr. Würde ich mal sagen.
Jetzt schon viele Tunnels hier. Aber gut, ich meine, jetzt ja auch eine relativ bergige Region hier. Gerade mal schön, wie die Tunnel auch überhaupt nicht dunkel sind. Weil erstens, ich meine, hier drin ist es taghell. Das so hell, wie das hier drin ist, kommt das nicht durch die paar Lampen, die da oben sind. Also, ich meine, gut, dass da vorne sogar richtig Sonne ist, ist ja aufgrund dessen, dass der Schatten nur bis so weit berechnet wird, was halt auch ein bisschen schade ist. Aber vor allem, dass es selbst mit Schatten hier als so hell ist. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, weiß nicht. Mein Geschmack zu hell. Definitiv zu hell. Da lieber zum einen die Entfernung, inwieweit der Schatten berechnet wird, ein bisschen hochsetzen und vor allen Dingen die Schatten ein bisschen aggressiver machen, dass es halt im Tunnel auch dunkel ist. Und die Lampen, die da oben angehangen sind, auch einen Zweck haben, ne? Weil einen Tag hellen Tunnel brauchst du nicht beleuchten. Da macht keinen Sinn. So, wir sollten, by the way, mal langsam noch 2, na 3 Stunden ungefähr. Sieht doch das hier hinten ganz gut aus, oder? Nee, hier hinten kommt nichts mehr. Ah ne, später kommt nichts mehr. Aber das Ding ist definitiv viel zu weit weg. Ja. 3 Stunden 30. Wir haben nur noch 2 Stunden 30 ungefähr. Also maximal. Ich würde mal sagen, wir packen uns einfach hier pennen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir hier lang fahren. Ungefähr so. Ja, doch, ist richtig. Boah, sind wir mal ein bisschen. Ne, aber egal. Okay, los. Ja genau, 2 Stunden 30 haben wir noch. Wow. Aber wir müssen ungünstig an die Mosse kommen. So, mal lieber ein bisschen mehr auf die Spur achten. Toronto! OBS-Vorschau macht mir schon wieder Angst. Ich weiß, die Aufnahmen sind wirklich immer nicht so schlimm, wie es in OBS aussieht in der Vorschau, aber das ist krank, was sich da gerade bei OBS abspielt. Aber ich habe eine Renderverzögerung, also übersprungene Frames aufgrund von Renderverzögerung von 0 und die ausgelassenen Frames, andersrum. Genau, die ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung hat sich um 0 erhöht, ist immer noch bei 49. Und die übersprungene Frames durch Codierverzögerung ist komplett bei 0. Also, laut den Statuswerten ist alles wunderbar. Aber wie gesagt, die Vorschau. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die stockert sich da teilweise ein zurecht. Das ist ja nicht angenehm.
Ausfahrt rechts. Ah ja. Wer weiß, vielleicht hole ich mir doch bald mal eine Capture Card. Dann kann ich mein Testsystem, das Windows-System, als wie man in der YouTube-Welt so schon sagt, als Streaming-Rechner. Und der Rechner hier ist dann mein Gaming-Rechner quasi. Also, ne, da wo ich spiele. Und der Windows-Rechner ist dann der, wo aufgenommen wird. Weil, wie gesagt, OBS da. Ich meine, auch in-game sind hier Stocker. Ne? Wie gesagt, gerade ETS ist noch schlimmer als ATS, was das angeht. Aber bei OBS ist ja, was da teilweise zu sehen ist, ist ja schon. Ich war bei so viel zu schnell. Ich sollte mich nicht mehr eher aufs Spiel konzentrieren. Ja, aber wie gesagt, was bei OBS abgeht, ist gleich der fast einer Dia-Show teils. Oh. Ah, sowas finde ich halt schön, ne? Dass du jetzt richtig siehst, kann man ja gleich auch langfahren. Oh, man kann. Wenn man hier so richtig sieht, dass das hier früher mal eine Autobahn war und die einfach hier stillgelegt wurde. Und hier die eine Spur, die wird halt immer noch benutzt. Ach, ich glaube, ja, okay, das ist sogar die Stelle, die ich früher gesehen hatte. Genau. Wo dann die Spur hier auch hinten endet. Und man dann genau sieht, wahrscheinlich war es früher so, dass die Autobahn hier lang ging. Und dann aber der Part hier aufgegeben wurde und dann die Autobahn hier lang verlegt wurde. Was jetzt bei der Konstellation hier wenig Sinn macht, ja, aber ich meine, wenn die Welt ein bisschen größer ist, ist ja hier alles sehr stark komprimiert. Und im echten Maßstab würde es dann schon Sinn machen. Dass die Bahn hin, die Autobahn hin, warum auch immer nicht mehr genutzt werden konnte oder genutzt werden wollte. Und dementsprechend dann hier umfunktioniert wurde. Und hier siehst du halt, hier wird die Autobahn weitergegangen. Hier wäre wieder der normale Streckenverlauf gewesen. So ungefähr. Ja. Aber stattdessen hat man das, wie gesagt, aufgegeben, da einen Zaun hingemacht und die eigentliche Autobahn hier hinten rumverlegt. Ja, natürlich. Schon eine coole Sache, wenn man so eine Details hat, ne? Also hier in der Map ist die Autobahn früher hier lang gegangen. Und jetzt geht die Autobahn halt hier oben lang. Ist ja schon sehr schön. Wenn man so ein paar schöne Details einbaut. Das macht das Ganze doch schon ein bisschen nicht greifbarer, aber doch schon, hat schon. Schon realistisch. Ne? Ich meine jetzt wahrscheinlich irgendwo im Echten genauso, weil ist ja hier von der Realität nachgebaut. Also ich schätze mal, im Echten ist es an der Stelle auch so. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal nachgucken. Habe ich aber gar keinen Bock drauf. Immer geradeaus. Fakt ist auf jeden Fall, es ist schön, dass es in-game so ist. Ne? So. Ist natürlich immer blöd hier, ne? Entweder gehst du pennen oder tanken. Wenn du jetzt von hier aus dem Pen raus tanken möchtest, dann musst du irgendwas rückwärts fahren oder ganz scharf links linken oder alles kaputt machen. Naja. So. Ja. Bumm. Ah, jetzt kommt die Nachtfahrt. Tanken wir? Nö. Gut. Da würde ich mal sagen, ist der perfekte Ort, um auch mal Pause zu machen. Also mal Speicher nicht vergessen hier. Also nicht vergessen, aber mal ab und zu mal speichern, das ist ganz, ganz praktisch. Falls mir in der nächsten Aufnahme das Spiel irgendwie abkackt oder ob jetzt das Fenster nicht einfängt, dass ich den wieder neu laden kann, wenn ich die Aufnahme neu starten muss. So die täglichen Probleme mit OBS. Kennt man ja. Okay, dann ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.